Ohr zur Seite nehmen. Und dann findet gerne einen gemütlichen, aufrechten Sitz eurer Wahl. Wie gesagt, das kann auch immer im Fersensitz sein oder ganz egal, im Grunde ist es wichtig, dass ihr angenehm sitzt. Wann immer du bereit bist, dann schließe deine Augen. Nimm ein paar tiefe Atemzüge durch die Nase in deinen Körper ein. Und durch die Nase oder durch den geöffneten Mund wieder aus. Und spür einmal, wie dich die Atemluft richtig auflädt, wie sich der Bauchraum, der Brustkorb, der Herzraum ausdehnt bis hoch zu den Schlüsselbeinen. Und schau mal, ob du die Einatmung vom Bauchraum richtig hoch Richtung Hals fließen lassen kannst. Dass sogar die Einatmung deinen Hals erreicht, den Halsraum. Und du mit der Ausatmung alles an Atemluft ausatmest. Und somit ein Stückchen mehr bei dir ankommst. Und wenn du deinen Tee da hast, dann kannst du gerne, wenn du möchtest, ein, zwei Schlückchen trinken. Brauchst deinen Bauch gar nicht so voll machen mit Flüssigkeit, aber vielleicht so ein, zwei Schlücke warmes Getränk nehmen und dann einmal fühlen, einmal wirklich die Aufmerksamkeit dahin bringen, wie fühlt sich das warme Getränk in deinem Mund an? Und wenn du es runterschluckst, wie fühlt sich das warme Getränk in deinem Halsraum an, während es herunterfließt? Dann kannst du schon mal hineinspüren, wie fühlst du dich heute? Was bringst du mit? Und ganz besonders deine Aufmerksamkeit in den Halsraum bringen. Gerne in den Brustkorb. Mal schauen, fühlt sich der Hals, die Stimmbänder, die Speiseröhre, die Luftröhre, fühlt sich der Halsraum eher feste an? Hast du das Gefühl, oh, ihr kennt das ja alle, so dieses Gefühl, wenn man irgendwie was sagen möchte oder irgendwas bevorsteht, wo man sich selber ausdrücken möchte, etwas aussprechen möchte, was einem aber schwierig fällt, dann verkrampft sich der Hals ja so total. Oder wenn man so den Tränen nahe ist, fühlt sich das bei dir so an, als hättest du jetzt so ein Kloß im Hals oder hast du eher das Gefühl, dass dein Hals ganz entspannt ist, ganz weich? Hast du das Gefühl, dass es irgendwo in der Mitte ist? Und wie fühlt es sich eben an, so einen warmen Schluck Tee oder ein warmes Getränk zu trinken? Und kannst du dir dabei vorstellen, dass dieses warme Getränk deine Zellen, die Bänder, die Muskeln, die Gefäße weitet und erwärmt? Und dann stell dir gerne vor, dass eine leuchtende Energiekugel, wir arbeiten viel mit Licht, weil Licht eben diese Eigenschaft hat, diese Wärme und dieses Öffnen zu bringen eben. Also stell dir gerne vor, dass du eine Energiekugel, eine leuchtende Kugel in deinem Hals trägst, mit der du auch gerade jetzt gar nicht viel machen musst, sondern einfach dir vorstellen kannst, wie sie deinen Halsraum wärmt und in alle Richtungen strahlt und dir Weite schenkt. Denn heute geht es um unser Halschakra, Vishuddha-Chakra. Und Vishuddha kommt aus dem Sanskrit und bedeutet übersetzt Klarheit oder Reinigung, Reinheit. Und zwar steht unser Halschakra ganz besonders für unseren Ausdruck, für unsere Kommunikation. Und zwar für die Kommunikation zu uns selber, aber auch zur Kommunikation nach außen. Und eben auch den Ausdruck. Und heute möchten wir uns darauf fokussieren, uns wirklich einen authentischen Ausdruck zu verleihen, dass du wirklich dein wahres Selbst ausdrücken kannst. Denn in unserem menschlichen Leben, in unserem Alltag, nehmen wir so viele Identitäten an in unserem Leben, so viele verschiedene Rollen. Und das ist ganz normal und auch ganz wichtig, das gehört dazu. Aber diese Identitäten formen uns im Grunde oder wir
wir glauben oftmals, dass wir auch genau das sind eben, was unsere Identität eben mitbringt. Und wir schreiben uns dann eben auch ganz viele Qualitäten zu. Ich bin zuverlässig, ich bin schusselig, ich bin mutig, ich bin ängstlich, ich bin was weiß ich. Und in der Rolle der Tochter, der Freundin, der Partnerin, der Kollegin. Und so können wir tausende von Rollen und Qualitäten uns selber zuschreiben. Wie gesagt, das ist auch ganz wunderbar und wichtig. Und gleichzeitig ist es auch wunderbar, wenn wir einmal so ein bisschen Abstand gewinnen und mal schauen, wer bin ich denn eigentlich dahinter? Wer bin ich denn eigentlich dahinter? Und wer möchte ich vielleicht eigentlich sein? Und drücke ich das aus, was wirklich aus mir herauskommt, aus meinem Herzen, aus meinem wahren Selbst? Oder habe ich eine Maske in verschiedenen Rollen und spiele eben diese Rolle ganz gut aus, aber bin mir selber gar nicht treu? Und ich finde, das hat eben auch ganz viel mit Kommunikation, mit dem eigenen Ausdruck zu tun, dass man sich manchmal vielleicht nicht ganz treu ist oder sich vielleicht gar nicht bewusst ist, bin ich das eigentlich oder nicht? Und das sind natürlich große Fragen, die wir jetzt hier auch gar nicht beantworten können. Aber vielleicht finden wir einmal kurz diesen Abstand und schauen mal dahinter und finden mal diesen Abstand von all den Identitäten, den Qualitäten, den Rollen, die wir spielen und schauen einfach nur mal aufs, wer du dahinter bist. Und es gibt ein schönes Mantra, was im Yoga viel genutzt wird und das heißt Soham. Und Soham kommt auch aus dem Sanskrit, aus dem Altindischen und bedeutet übersetzt Ich Bin. Und in diesem Mantra wird das Ich Bin damit verbunden, dass ich bin das Göttliche, ich bin das große Ganze, ich bin das Universelle, ich bin das Allwissende. Aber dann hängen wir ja auch wieder eine Qualität hinten an. Und vielleicht können wir heute einfach mal dieses Ich Bin ganz alleine stehen lassen und uns einfach mal erlauben zu sein. Ich bin. Einfach sein zu dürfen, ohne eine Rolle erfüllen zu müssen. Und dann möchte ich euch dazu einladen, und dann bin ich auch schon fertig mit meiner Ansprache, dass wir heute im Yoga, wenn wir durchfließen, wenn wir atmen, wenn wir uns bewegen, mit unserem Körper in Einklang, uns wirklich immer wieder auf unseren Körper, auf die Bewegung zu fokussieren und uns unseren ganz eigenen Ausdruck zu verleihen. Und ich weiß, dass wir hier von einer Teilnehmerin weiß ich, dass sie eine ganz tolle Tänzerin ist. Und wie wir alle wahrscheinlich wissen, jedenfalls soweit ich weiß, im Tanz geht es ja wirklich darum, dem Tanz seinen eigenen Ausdruck zu verleihen. Also wirklich den eigenen, ganz individuellen Ausdruck zu finden und den eben in diesen Tanz, in diese Kunst zu bringen. Und das können wir auch im Yoga machen. Und dazu möchte ich euch heute einladen, dass du deinen eigenen Tanz mit dir selber findest, deinen eigenen Ausdruck und mal auf eine Erkundungstour gehst, ganz neugierig. Ich bin. Wer bist du? Jetzt gerade in dem Moment. Und wenn du magst, dann leg gerne mal deine Hände so zwischen, eine auch vielleicht auf den Brustkorb, auf dein Herzen und eine auf deinen Halsraum. Denn heute verbinden wir auch wieder das Herz, steht so ganz nah am Hals und das Halschakra ist auch ganz nah mit dem Herzchakra verbunden. Und deswegen üben wir heute auch ganz viele Herzöffner und beschäftigen uns aber auch viel mit unserem Nacken, mit dem Hals, mit den Schultern und eben mit unserem Brustkorb. Und stell dir nochmal dieses schöne leuchtende Licht in deinem Halsraum vor. Und wenn du das Gefühl hast, dass der Halsraum etwas eng ist, dann stell dir gerne mal vor, dass dieses Licht so leicht ab und aufsteigt, hoch und runter und nach links und rechts und so eine goldene Spur hinterlässt und durch diese sanfte Bewegung den Halsraum, den eigenen Ausdruck, die Weise, wie du mit dir selber sprichst, wie du mit anderen sprichst, das alles ein bisschen weitet und dem Freiheit gibt. Und dann lade ich euch heute ein, die Ujjayi-Atmung mit durch die Yogastunde zu nehmen. Und die möchte ich euch gerne einmal vorstellen. Manche kennen sie wahrscheinlich. Das ist nämlich eigentlich die Atmung, die man immer quasi im Yoga anwenden kann. Und zwar geht die Ujjayi-Atmung so, dass man
dann macht das eigentlich hinter verschlossenem Mund. Und zwar, dass man den Kehlkopf in etwa etwas weitet, als würde man eine Glasscheibe anhauchen wollen. Also haltet gern mal die Hand vor den Mund und hauche einmal gegen deine Hand. Und das kannst du dann eben hinter verschlossenen Lippen machen, dass du einfach dieses Rauschen entstehen lässt, wie wenn du eben deine Hand anhauchst. Und das hört sich auch so ein bisschen an wie Meeresrauschen. Deswegen nennen wir diese Atmung auch Meeresrauschen-Atmung. Und du kannst ganz normal einatmen und mit der Ausatmung mit so einem Rauschen ausatmen, indem du den Kehlkopf so ein bisschen weitest, als würdest du eben hauchen, obwohl du durch die Nase ausatmest. Und diese Atmung, da lade ich dich ein, die immer wieder mitzunehmen durch die Yoga-Praxis, denn die schenkt dir ganz viel Weite im Halsraum. Und dann möchte ich noch eine kurze Atmung mit euch machen, die ist ganz lustig und genau, die heißt die Löwenatmung. Die ist nämlich auch dafür da, wirklich den Muskel der Zunge zu lockern und unseren ganzen Halsraum, Nacken, alles mal zu weiten. Und zwar könnt ihr dabei ganz normal sitzen, ganz gerade. Und wenn ihr gleich ausatmet, streckt ihr die Zunge ganz weit raus, als wolltet ihr die Zungenspitze zum Kinn bringen und rollt die Augen dann nach oben, als wolltet ihr zwischen die Augenbrauen schauen wollen und macht dann so ein lautes Ausatemgeräusch. Ich höre jetzt zum Glück keiner. Und macht das gerne mal so zwei, drei Mal für euch, dass ihr mit der Einatmung tief einatmet, mit der Ausatmung und somit wirklich alles weitet und gerne auch durch diese Löwenatmung einmal so alles rausbrüllt, rausatmet, so laut wie ihr möchtet eben, und alles rauslasst, was vielleicht noch unausgesprochen ist. Auch das gerne noch einmal so. Sehr gut. Und dann löst gerne von hier auf. Und bring einmal die Hände verschränkt hinter den Kopf. Und schau mal, dass du die Ellbogen so richtig schön auseinanderziehst, sodass der Kopf eben nicht nach vorne knickt, sondern du den hinteren Kopf eher so ein bisschen gegen die Hände lehnst, als würdest du dich so in die Sonne lehnen wollen und auf einem Sonnenstuhl sitzen. Also mit der Einatmung lehnst du dich noch so ein Stück mehr zurück, lässt dein Herz strahlen, öffnest den Hals, aber der Kopf ist gehalten. Und mit der Ausatmung mach dich ganz rund und bring dein Kinn Richtung Brustkorb. Also du weitest hier den Nacken, machst den Hals ganz rund. Mit der Einatmung öffnest du wieder, ziehst die Ellbogen auseinander und drückst den Kopf so ein bisschen in die Hände und öffnest richtig den Hals. Und ausatmen, mach dich ganz rund. Kleines Päckchen hier. Nochmal so ein. Aus, noch mal ein kleines Päckchen. Bring die Ellbogen zusammen. Mach das noch einmal so. Und lehn dich nach hinten, öffne hier gerne richtig den Hals, lehn den Kopf zurück und ausatmen, mach dich nochmal ganz klein. Gut. Von hier aus kommen wir in die neutrale Haltung. Dann kannst du gerne einmal die Füße nach links bringen. Genau. Und dann den Kopf von links nach rechts kreisen lassen. Also zeichne mal so einen Halbkreis mit dem Kinn. Und gerne nur von links nach rechts und unten, wenn du ganz frei im Nacken bist, wenn du gar keine Beschwerden im Nacken hast, dann kannst du auch ganz vorsichtig über hinten kreisen, falls dir das gut tut. Ich persönlich bleibe immer gerne im Halbkreis vorne, weil mir das schnell die Bandscheiben so ein bisschen zusammendrückt. Und dann kannst du gerne einmal, wenn du auf der linken Seite ankommst, das linke Ohr Richtung linke Schulter fallen lassen und dann die rechten Fingerspitzen aufsetzen, so ein bisschen zum Boden ziehst, sodass du so richtig viel Dehnung in der rechten Halsseite findest. Und wenn du magst, legst du die linke Hand auf die rechte Schläfe und gibst gar keinen Druck, sondern einfach lässt das Gewicht der Hand so ein bisschen Druck geben und atme mit der tiefen Atmung in die Dehnung und schick der rechten Halsseite jetzt ganz viel Weite und Wärme. Gerne auch über diese leuchtende Energiekugel, die sich jetzt in die Halsseite ausdehnt. Noch ein Atemzug. Und dann löse auf
Bring den Hals, den Kopf wieder zur Mitte, die linke Hand zum Boden und dann zieh den rechten Arm nach oben lang und dann lehn dich rüber zur linken Seite, also zu deinen Füßen. Und dann dreh mit der Einatmung deinen Brustkorb und auch den Hals, den Blick Richtung Decke. Und ausatmen, werd noch mal ein bisschen weicher, vielleicht sinkst du noch ein bisschen tiefer in dieser Haltung. Ein, komm wieder hoch und bring die Füße einmal auf die rechte Seite. Also wie ihr seht, wir geben uns hier so ein bisschen Zeit, auch den Halsraum, den Nacken aufzuwärmen und zu dehnen. Und dann lässt du das rechte Ohr Richtung rechte Schulter fallen. Die Schultern ziehen dabei aber oder fließen Richtung Boden, wie so ein Wasserfall nach unten. Und die linken Fingerspitzen kannst du neben dir auf der Matte aufsetzen, sodass du richtig viel Dehnung in der linken Halsseite hast. Gerne legst du die rechte Hand auf die linke Schläfe, spürst die Weite hier. Und oftmals spüren wir diese Dehnung ganz schön intensiv, weil wir hier ganz oft häufig verkürzte Muskeln haben. Und wir sagen nicht umsonst, dass wir Gepäck auf den Schultern tragen oder viel auf den Schultern tragen, viel Gewicht, weil das tatsächlich oftmals eine emotionale Belastung, Stress, was auch immer, das macht sich oft im Nackenraum, in den Schultern bemerkbar. Noch ein Atemzug hier. Dann löse auf, kreis den Kopf wieder vorsichtig in die Mitte. Und dann setz die rechte Hand neben deinen Füßen auf. Zieh den linken Arm erstmal lang nach oben. Finde Länge in der Flanke. Und dann lehn dich zur rechten Seite und erde dabei aber beide Sitzbeinhöcker, vor allem den linken ganz besonders. Der Einatmung, dreh dich auf. Lehn den Kopf so ein bisschen zurück. Und wenn wir den Kopf heute, das machen wir nicht öfter mal, zurücklehnen, dann meine ich nicht, dass unser Kopf so in die Halswirbelsäule kollabiert, sondern die Nackenmuskulatur bleibt stark und der Hals ist gehalten, aber der öffnet sich so ein bisschen, dass du Länge im Halsraum findest. Und mit der Ausatmung löse schon wieder auf. Und komm von hier aus gerne in den Vierfußstand. Und auch immer hier, wenn wir nach ein bisschen längerem Sitzen zu Beginn ankommen, dann mach gerne immer mal die ein oder andere Bewegung, die sich für dich gut anfühlt. Vielleicht kreist du einmal in die eine Richtung, die andere. Nimm gerne den Nacken dabei mit. Und dann heb einmal dein Herz und mit der Ausatmung setz dich zurück in die Kindeshaltung. Und mit der Einatmung drehst über die linke Körperseite nach vorne, heb dein Herz. Und ausatmung die rechte Körperseite, senk dich ab Richtung Kindeshaltung. Also machst du einen ganzen großen Körperkreis hier mit der Einatmung. Hoch, heb dein Herz und ausatmung über rechts, senk ab. Das noch einmal in die eine Richtung. Und richtig schön über die Handgelenke kommen und dann in die andere Richtung. Du kannst die Handgelenke auch immer auf die Fingerspitzen setzen, sodass die Handgelenke gerade bleiben, nicht abgeknickt sind, falls du da Schmerzen hast, oder auf die Fäuste aufsetzen. Das entlastet sie ein wenig. Und dann kommst du wieder hoch und bringst einmal die Fingerspitzen nach hinten Richtung Knie. Genau, die Handgelenke bleiben aber unter den Schultern und dann heb dein Herz hier, zieh die Schulterblätter zurück und mit der Ausatmung möchtest du auch wieder Richtung Kindeshaltung absenken, mach dich so ein bisschen rund. Die Handballen können dabei auch gerne abheben. Mit der Einatmung nochmal vor, heb dein Herz in die Kuh und ausatmen, mach dich rund und geh zurück quasi in Richtung Kindeshaltung. Noch einmal so. Und dann löse auf. Schüttel gerne einmal die Hände aus. Kreis die Handgelenke. Und dann zieh, pump einmal mit den Händen, mit den Fäusten. Und während du pumpst und einatmest, ziehst du die Schultern hoch und hältst hier für einen Moment. Und dann mit der Ausatmung, lass die Schultern sinken, schüttel die Handgelenke aus. Nochmal so. Mit der Einatmung pumpen, zieh die Schultern hoch. Und dann halt den Atem an. Und mit der Ausatmung, schüttel ab, lass die Schultern sinken. Sehr schön. Und dann komm gerne, falls du noch nicht bist, auf die Zehen. Genau, und setz dich einmal zurück. Auch eine schöne Dehnung hier für unsere Fußsohlen, die Zehen. Und dann bringst du deine rechte Hand für das dynamische Kamel zu deiner rechten Ferse und lässt den linken Arm mit der Einatmung die Seite nach oben kreisen, diagonal.
und ausatmen. Mach dich ganz rund und der linke Arm kreist zur linken Ferse. Und mit der Einatmung kreist dann der rechte Arm hoch. Und du hebst dein Herz und auch gerne den Hals an. Und schau mal, dass der Kopf nicht nach hinten kollabiert, sondern wirklich gehalten ist. Und mach das ein paar Mal so in jede Richtung. Und verleihe dieser Bewegung gerne deinen eigenen Ausdruck. Ich gebe hier gewisse Formen und Rhythmen an als roten Faden. Und du kannst aber darin deinen eigenen Ausdruck finden und wirklich deine eigene Yoga-Praxis daraus machen. Und beachte nur dabei, dass du wirklich dich von deinem Atem leiten lässt. Mach das noch einmal so auf jeder Seite. Vielleicht hebst du dein Herz noch ein bisschen höher, lehnt sich aus der Brustwirbelsäule ein wenig zurück. Schau mal, wie das jetzt gerade zu Beginn noch ist für deinen Körper, der vielleicht noch relativ kalt ist. Und dann kommst du von hier aus zurück in den Vierfußstand, wanderst deine Füße nach vorne zu den Händen und setzt dich einmal ins Malasana, in dein Yogi-Squat ab. Bring dann die Hände zum Boden und schwing hier einmal so ein bisschen von links nach rechts, um auch die Hüftknochen zu wärmen, zu öffnen, zu mobilisieren. Ganz fließen. Lass gerne deine Ujjayi-Atmung fließen, falls du damit vertraut bist. Und wenn noch nicht so sehr, dann lass einfach deinen Atem ein- und ausfließen. Und dann pendel dich langsam in der Mitte ein. Bring einmal deine Hände vor dein Herz oder vielleicht sogar Richtung Hals, um hier nochmal deine Intention vor dem Vishuddha-Chakra, vor dem Halschakra zu versiegeln. Und stell dir gerne weiterhin diesen Energieball vor. Vielleicht magst du auch gerne das Bild haben, dass so eine schöne Blüte in deinem Hals heranwächst. So eine lichtvolle Blüte. Ich finde, das hilft immer, wenn man sich so ein Bild vorstellt. Und dann kannst du einmal den rechten Arm nach hinten und zurück kreisen. Und mit der Einatmung zieh den linken Arm über den Kopf und heb deinen Brustkorb und deine Hüften an. Ausatmen, ganz kontrolliert, als würdest du durch Wasser fließen, zurück in Yogi Squat kommen. Und auch hier, wie sprichst du mit dir? Wie gehst du gerade mit dir um? Linke Hand hinter dich und heb den rechten Arm, heb dein Herz. Und vielleicht sogar mal schauen, welche Qualität kommt denn zurück? Welche Qualität der Bewegung du hast? Ist das ganz fließend und sanft? Da tendierst du dazu, ein wenig hart zu dir zu sein. Und dann mit der Einatmung streck nochmal die Wirbelsäule länger. Und mit der Ausatmung mobilisier die Beine und streck dich nach oben in die stehende Haltung. Ausatmen, setz dich nochmal tief runter, wirklich geführt aus den starken Beinen. Und Einatmung nochmal aus den Fußsohlen, drück dich hoch in die stehende Haltung. Sehr schön. Und dann komm einmal in dein Tadasana. Und es gibt heute so eine Bewegung, die ich gerne mit euch machen möchte. Immer mal wieder zwischendurch. Und zwar kannst du die Handflächen so nach oben halten, vor dir, ungefähr so vor deinem Becken, so wie es sich für dich gut anfühlt. Und dann mit der Einatmung führst du die Hände hoch Richtung Hals, also ziehst so richtig die Energie hoch Richtung Herz, Richtung Halsraum. Und dann gibst du von hier aus die Hände, also wie so eine schöne Blüte oder eben diesen Energieball, sendest du nach außen. Also du gibst, verleihst dir so einen ganz authentischen Ausdruck. Und dann gehen die Hände wieder runter. Mit der Einatmung ziehst du deine ganze Kraft, deine ganze Energie hoch. Mit der Ausatmung strahlst du so richtig dein authentisches Selbst nach außen. Mach das noch einmal so. Und verleih dir wirklich deinen Ausdruck. Sprich deine Wahrheit. Sehr gut. Und das machen wir immer mal wieder zwischendurch. Und kannst auch immer wieder gerne durch den geöffneten Mund ausatmen, wenn du das Gefühl hast, du möchtest gerne den Halsraum ein bisschen lösen. Und dann kommen wir einmal mit der Einatmung, zieh dich lang nach oben und beug die Knie leicht. Und mit der Ausatmung kommst die ganze Vorbeuge nach vorne. Jetzt einmal deinen Kopf hängen, erde die Füße. Du kannst auch gerne die
Ellbogen verschränken und stell dir vor, dass dein Oberkörper ganz weich ist und wie ein Wasserfall in den Boden fließt. Dann kannst du den Kopf wirklich nochmal ganz bewusst hängen lassen und einmal mit dem Nacken ja, ja, nein, nein bewegen, schwingen. Und lass wirklich die Halswirbelsäule ganz hängen. Dein ganzes Gewicht vom Kopf ist abgegeben. Du kannst ganz leicht werden im Nacken, in den Schultern, im Kopf. Und dann bring die Hände nochmal verschränkt hinter den Nacken und roll dich nochmal so ganz klein zusammen mit der Ausatmung. Und dann beug die Knie leicht mit der Einatmung, kommst in die halbe Vorbeuge, gerade lange Wirbelsäule und öffne die Ellbogen. Und mit der Ausatmung mach dich nochmal rund, Wirbel für Wirbel, als würdest du dich so in dich selber einrollen, mit den Wirbel, mit den Ellbogen zusammen. Mit der Einatmung, als würdest du Flügelchen öffnen, die Ellbogen auseinanderstrecken, wie wir das eben gemacht haben, in die halbe Vorbeuge. Und ausatme nochmal runter, mach dich ganz klein und rund und bring richtig dein Kinn Richtung Brustkorb. Und dann löse von hier auf, lass die Hände hängen, komm nochmal in die halbe Vorbeuge und mit der Ausatmung tritt mit dem rechten Bein zurück. Genau, das linke ist vorne. Dann setz die rechte Hand auf, mit der Einatmung heb den linken Arm und kreis ihn zurück im Easy Twist und dann streif mit der Ausatmung richtig über dein ganzes Bein, über die ganze Beinrückseite runter und streck dabei dein linkes Bein und fließ vor in die Pyramide. Wir machen das dynamisch. Einatmen, kreis den Arm wieder vor und zurück und dann fließ über dein Bein, welches sich streckt und fließ vor in die Pyramide. Und dann beug dein Bein wieder, zieh dich lang mit der Einatmung. Kreis zurück, find dir ganz viel weit und ausatmen, fließ vor, ganz langer Nacken. Noch einmal so. Und dann beug dein vorderes Bein wieder und tritt zurück in deinen ersten herabschauenden Hund. Walk the dog, beug abwechselnd die Beine. Zieh die Schultern diesmal, was wir sonst gar nicht im Yoga machen, Richtung Ohren. Ein bisschen, es muss nicht übertrieben sein, aber tendenziell. Und dann kannst du dir vorstellen, während die Schultern zu den Ohren ziehen, dass sie dann auch nach links und rechts außen ziehen, sodass du ganz viel Weite und gleichzeitig Stabilität im Schulterraum findest. Und dich dann nochmal so ein bisschen mehr aus den Schultern rausdrückst Richtung Steißbein, Richtung Füße. Sehr gut. Und dann auf die Zehenspitzen kommst, mit der Einatmung Wirbel für Wirbel nach vorne rollst. Und dabei guck mal Richtung Bauchnabel mit deinem Blick. Und wenn du dann in die Plank kommst, kannst du dein Becken sinken lassen, ein Stückchen. Und dann den Blick ganz nach oben zur Decke bringen und deinen Hals richtig öffnen. Und dann beug die Knie und komm zurück in den herabschauenden Hund. Der Blick geht nochmal Richtung Bauchnabel. Und dann rollst du Wirbel für Wirbel vor, während der Blick zum Bauchnabel gerichtet ist. Und wenn du in der Plank ankommst, geht der Blick zur Matte und dann sinkt die Hüfte und hebt den Blick an. Noch einmal so. Ganz in deinem eigenen Ausdruck, in deinem eigenen Rhythmus, sodass wir hier wirklich die Streckung im Nacken finden, hinten. Und mit der Einatmung dann wirklich die Öffnung und die Länge im Halsraum. Und mit der Ausatmung zurück in den herabschauenden Hund. Sehr gut. Und dann heb dein rechtes Bein, ganz leicht nur. Und dann tritt nach vorne mit dem rechten Bein zwischen deine Füße. Erde deine linke Hand. Auch hier kannst du wirklich viel Platz finden zwischen linker Hand und rechtem Fuß. Und dann heb mit der Einatmung deinen rechten Arm für den Easy Twist. Und kreis zurück, streif über die Beinrückseite und lehn dich vor in die Pyramide. Mach das ein paar Mal so. Mit der Einatmung mach dich erstmal so ganz lang. Und dann kreis nach hinten, streif über das vordere Bein und lass dich nach vorne sinken. Also du findest hier gerade ganz viel Platz und Weite in deinem Körper. Mach das noch einmal so in deinem eigenen Tempo. Und dann beug dein vorderes Bein wieder. Der Blick geht nach vorne und steig an den Anfang deiner Matte.
gerne wieder in etwas weitere Füße, sodass du dich dann wieder ins Malasana runtersetzen kannst. Die Zehen etwa 45 Grad nach außen, also in einer Linie mit den Knien quasi. Der Einatmen, finde nochmal Länge in der Wirbelsäule. Und dann ausatmen, finde nochmal in deinen Mini-Tänzer, rechten Arm zurück. Einatmen, heb Brustkorb und Hüfte an, nur so weit, wie es dir gut tut heute. Vielleicht bleibst du auch im Malasana, ganz einfach. Einmal nach hier und dann linke Seite und heb dich nochmal an. Verleihe deinen Bewegungen deinen eigenen authentischen Ausdruck. Mal hier. Und dann bringst du die Hände zum Boden und streckst die Füße und wanderst sie leicht zusammen, etwa hüftweit. Einatmen, halbe Vorbeuge. Und ausatmen, ganze Vorbeuge. Und dann steig nochmal jetzt mit dem linken Fuß zurück. Rechter Fuß ist vorne. Und mit der Einatmung kommst du hoch in den High Lunge. Sehr gut. Verhak einmal die Daumen miteinander. Und dann zieh dich wirklich raus aus den Hüften nach oben. Und spüre richtig, wie stark deine Beine sind. Also, dass die Beine... das hintere Bein ganz lang und stark wird und das vordere Bein vielleicht noch so ein bisschen mehr beugt. Und dann löse hier auf, bring einmal die Hände hinter dir zusammen, beug dabei dein hinteres Bein einmal ganz weit und dann streck es wieder und zieh dabei die Hände nach hinten, dass du dich nur aus der Brustwirbelsäule wirklich nach hinten lehnst. Und stell dir mal vor, dass du den Kopf wieder auf so einem Sonnenstuhl ablegen kannst, also der Kopf, der Nacken ist gehalten, aber den Hals kannst du richtig schön öffnen. Einatmen, zurück hier. Ganz viel Weite im Herzraum, im Hals finden. Und ausatmen. Ja, lass die Hände verschränkt. Entschuldigung, ich habe die gerade gelöst. Lass sie noch verschränkt. Und dann finde Stabilität auf dem rechten Bein. Und flieg einmal in den Krieger 3, wenn das geht, mit verschränkten Händen. Und dann zieh die nochmal so ein Stück zurück, die Schultern zusammen. Und mit der Ausatmung beug dein vorderes Bein wieder, komm wieder in den Ausfallschritt. Und diesmal löst die Hände. Sehr gut. Bring die Hände zum Boden, tritt in eine Plank. Und hier nochmal mit der Einatmung. Lass deine Hüfte sinken, heb dein Herz, zieh die Schultern zurück. Du kannst auch einfach immer die Knie zum Boden bringen, dann ist das etwas weniger intensiv für den unteren Rücken. Und dann beug die Ellbogen, sink Richtung Boden ab. Sehr gut. Einmal durchatmen hier. Und dann setz die Hände weiter als mattenweit auf, den Fingerspitzen für die dynamische Cobra und dann erde aber erstmal deine Fußrücken ganz gut und die Hüfte und lass dein Gesäß ganz entspannt. Mit der nächsten Einatmung rollst du die Schultern zurück und zusammen und hebst dein Herz und mit der Ausatmung beugt die Ellbogen, sink wieder Richtung Boden. Achtung, mit der nächsten Einatmung roll, atme ganz tief ein und halt den Atem hier einmal und dann schau über die rechte Schulter, halt den Atem. Schau über die linke Schulter, halt den Atem und ausatmen, sink wieder ab Richtung Boden. Machen wir es noch einmal so. Einatmen, atme ganz, ganz tief und voll ein und dann halt den Atem, linke Schulter. Halt den Atem, schau über die rechte Schulter und ausatmen, sink wieder Richtung Boden ab. Sehr gut. Und dann kannst du gerne die Hände unter den Kopf bringen, dein Gesäß von links nach rechts schaukeln. Und hier für einen Augenblick durchatmen. Einfach mal nachspüren. Und dir gerne nochmal das Mantra von heute, So Hum, ich bin. Einfach mal in dir sein lassen, dieses Mantra. Und einfach ohne Antworten finden zu müssen, ohne dem direkt Qualitäten zuschreiben zu müssen, einfach mal es wirken lassen, ich bin.
kannst du dir erlauben, jetzt gerade einfach mal zu sein und deinen eigenen ganz authentischen Ausdruck einfach mal fließen zu lassen, nach außen zu tragen, sich ausdrücken zu lassen durch deinen Körper, durch deine Bewegung, durch den Atem. Und einfach mal schauen, vielleicht gibt dir das eine unglaubliche Freiheit, dich einmal von diesen Rollen zu lösen, die du tagtäglich erfüllst und einfach nur mal sein zu können. Keine bestimmte Rolle erfüllen zu müssen, nichts beweisen zu müssen, niemand sein zu müssen, sondern einfach mal nur sein zu können. Und diese Freiheit zu haben, vielleicht auch neue Qualitäten zuzuschreiben, dem Ich Bin. Aber erstmal diese Leerheit wieder zu finden, dich vielleicht von gewissen Qualitäten und Rollen zu lösen oder auch dich von gewissen Gedanken zu lösen, dich von gewissen Worten zu lösen, von der Art und Weise, wie du mit dir selbst kommunizierst oder mit anderen. Und einfach mal diesen Raum zu finden, einfach zu sein und dann im nächsten Schritt zu schauen, ob du dir selber mehr Ausdruck verleihen kannst in gewissen Beziehungen, in gewissen Rollen, vielleicht auch in Beziehung mit dir selber. Und dann setz die Zehen unter. Wenn du magst, stell erstmal die Hände neben dem Brustkorb auf, die Ellbogen sind nah am Oberkörper, kannst dich entweder in die Kindeshaltung drücken oder mit der Ausatmung direkt hoch in die Plank in einem quasi und dann zurück in den herabschauenden Hund. Sehr gut. Hier noch einmal Walk the Dog und dann heb dein linkes Bein und steig zwischen die Hände nach vorne. Mit deiner Einatmung kommst du in den Ausfallschritt nach oben. Dann setz dich einmal tief, linkes Bein ist vorne. Verhackst gerne einmal die Daumen miteinander und ziehst die Arme hoch, ziehst dich richtig aus den Hüften raus und dann wird das hintere Bein nochmal so ein Stückchen länger. Und dann löst auf, bring die Hände hinterm Rücken zusammen, beugt dein hinteres Bein einmal tief. Und dann streck dein hinteres Bein und dabei ziehen die Schulterblätter zusammen, die Faust nach hinten. Und vielleicht lehnst du dich nur ganz leicht zurück, als würdest du in die Sonne schauen wollen. Und heb dabei dein Kinn an. Schau mal, dass dein Nacken unterstützt bleibt, aber wirklich deinen Halsraum weiterfindet. Und stell dir nochmal vor, wie dieser Energielichtball oder die Blume in deinem Hals erblüht. Und dann komm zurück, nur mit dem Oberkörper, die Hände bleiben verschränkt. Und dann hüpf vielleicht ein Stück nach vorne, sodass du Balance auf dem linken Fuß findest. Und flieg gerne einmal in den Krieger 3. Wenn das geht, mit verschränkten Händen. Wenn nicht, kannst du sie auflösen und einfach nach hinten ziehen. Und dann zieh nochmal die Schultern so ein Stückchen mehr zusammen. Sehr gut. Und mit der Ausatmung steig nach vorne mit dem rechten Fuß an den Anfang der Matte. Löse die Hände auf. Und kreis mal die Schultern abwechseln, von vorne nach hinten, gerne auch zusammen. Und dann die Ellbogen, sodass du wirklich so große, kreisende Bewegungen in den Schultern machst. Und gerne durch den geöffneten Mund dabei ausatmest. Wenn du willst, auch die Löwenatmung immer wieder, die Zunge wirklich so ganz weit rausstreckst. Das entspannt nämlich auch die Zungenmuskulatur. Gerne die Arme jetzt mal anders umkreist und dann sie ausschwingen lässt. Genau. Nochmal in unsere neutrale stehende Haltung finden. Und du kannst gerne hier so ganz unbewegt bleiben, wenn dir das gut tut. Oder du bringst nochmal die Hände nach oben Richtung Hals, als würdest du so ein bisschen mit ein bisschen Widerstand durch Wasser fließen. Und dann mit der Ausatmung gibst du sie nach außen, als würdest du dieses Licht nach außen scheinen lassen. Also du drückst dich hier aus nach außen. Mit der Einatmung nochmal hoch.
Und dann ganz liebevoll nach außen, gerne in der Ujjayi-Atmung oder durch den geöffneten Mund ausatmen. Noch einmal so. Sehr schön. Und dann bring von hier aus die Füße zusammen. Vor allem die dicken Zehen wollen sich berühren. Und dann zieh die Arme nochmal hoch. Und mit der Ausatmung setzt du dich satt in den Stuhl, in Utkatasana. Und dein Steißbein rollt so ein bisschen unter dich und das Schambein zieht nach vorne, also dass du den Körperschwerpunkt so ein bisschen nach hinten verlagerst. Du möchtest nämlich die Zehen von oben sehen können. Und mit der Ausatmung drehst du dich nach rechts, verhackst den linken Arm am rechten Oberschenkel und ziehst den rechten Arm nach hinten. Und schau mal, dass das linke Knie auf der Höhe vom rechten Knie bleibt. Einatmen, Mitte, gerne im Stuhl bleiben. Ausatmen nach rechts, linker Arm zieht nach hinten, der Blick folgt. Einatmen, nochmal Mitte. Ausatmen, bring die Hände vor deinem Herzen zusammen und dann dreh dich mit dem Anjali Mudra nach rechts. Linker Arm verhakt mit dem rechten Oberschenkel. Zieh die linke Hüfte nochmal zurück und setz dich nochmal ein Stück tiefer. Sehr gut. Einatmen, wieder kontrolliert. Nach oben, Hände vor dein Herz mit der Ausatmung nach links. Gerne Ellbogen und Oberschenkel verhaken und dadurch kannst du dich noch so ein bisschen mehr aufdrehen Richtung Decke. Sehr gut. Und dann einatmen nochmal in die Mitte und dann mach mal nur die Füße auf, also die Zehen auseinander wie so ein Plié oder wie man das nennt. Und mit der Ausatmung kommst du in die Hocke. Also die Fersen lösen sich quasi vom Boden, aber zeigen zueinander oder berühren sich noch. Und dann kannst du einmal die Hände an die Innenseiten von den Oberschenkeln bringen. So ein bisschen wie ein geschlossenes Malasana. Mit der Einatmung Ruhe in dieser Haltung finden. Und dann streck die Arme nach vorne und schau mal, dass du so kontrolliert wie möglich in eine sitzende Haltung findest. Und dann deine Beine hebst für dein Boot. Einatmen hier und mit der Ausatmung kreuzt die Beine in die eine Richtung und kommst einmal nach vorne. Hüftmobilisierung. Mit der anderen Seite kommst du in Navasana, in unser Boot zurück und dann heb nochmal den Brustkorb an, zieh die Schultern zurück und ausatmen, kreuzt die Beine in die andere Richtung und lehn dich nochmal vor. Sehr gut. Einmal so Boot und mit der Ausatmung bekreuzt nochmal und dann mit so ein bisschen Schwung kommst du auf die Hände und kommst zurück in den herabschauenden Hund. Sehr gut. Mit der Einatmung hebst du das rechte Bein jetzt ganz weit nach oben ab, drück dich aus den Schultern raus und dann beug das Bein gerne, sodass die rechte Ferse Richtung linkem Gesäß fällt und ein rechtes Knie nach oben zeigt und versuche aber mal recht parallel zu bleiben in den Schultern. Dann kreis gerne mal dein Fußgelenk und mit der Ausatmung kreist du dann die Hüfte wieder zusammen und steigst mit dem rechten Fuß nach vorne in den Anfang deiner Matte und dann bring den hinteren Fuß 45 oder parallel zur kurzen Mattenseite und dann kommst du hier in deinen Krieger 2. Sehr gut. Finde einmal hier deine Ausrichtung. Die vordere Ferse ist ungefähr in der Mitte vom linken Fuß ausgerichtet. Und dein vorderes Knie möchte so tendenziell so ein bisschen nach außen ziehen. Das kippt gerne nach innen, das möchte aber außen bleiben. Und mit der Einatmung ziehst du die Ellbogen zusammen, die Hände zusammen Richtung Hals rauf. Und mit der Ausatmung bringst du die Hände nach außen. Lässt dein Licht nach außen strahlen. Nochmal so. Hände nach oben Richtung Hals. Und dann gerne nochmal zum lauten Ausatmen, falls dir das gut tut. Sprich nochmal gefühlt alles aus, was raus will. Sprich deine eigene Wahrheit. Sei ganz ehrlich zu dir selber. Nochmal so. Streck dabei immer dein vorderes Bein, wenn du einatmest. Und aus. Sehr gut.
Dann streck dein vorderes Bein nochmal. Und dann bringst du die rechte Hand zwischen die Schultern und den linken Arm auf den Ellbogen. Schau aber mal, dass dein Kopf genug Platz hat, dass er nicht nach vorne abgeknickt ist, sondern wirklich aufrecht sein kann. Und dann beugst du dein vorderes Bein wieder und gibst so ein bisschen Druck am Ellbogen, sodass du dich nur aus dem Brustraum nach hinten legst, so leicht. Oder schon fast aus den Schultern. Und dein Kopf bleibt lang und lehnt sich so ein bisschen mit nach hinten. Ein Atemzug, setz dich nochmal tief in dein vorderes Bein. Und dann löse auf und bring die linke Hand an den linken Oberschenkel und zieh nochmal den rechten Arm für Reversed Warrior nach hinten. Einatmen, Krieger 2. Streck dein vorderes Bein wieder und wander so ungefähr ein Fußbreit näher mit dem hinteren Fuß. Und dann bring die rechte Hand in die Hüfte und drück die Hüfte mal nach hinten, dass die so ausweicht. Und du findest ganz viel Länge hier in der Seite. Streck die Arme aus, ganz viel Länge in beiden Flanken und dann zieh ein Stück runter, bis es dann eben nicht mehr geht. Und dann bring den rechten Arm nach unten, den linken nach oben für Trikonasana. So, deine rechte Hand gerne auf dem Schienbein abgesetzt oder auf einem Klotz, falls du einen hast. Der Blick geht zur Decke, wenn du magst. Und dann stell dir nochmal vor, dass du die Rückseite von deinem Kopf nochmal so ein Stückchen nach hinten lehnst. Und dann kannst du auch gerne dabei dein rechtes Ohr ein bisschen Richtung rechte Schulter sinken lassen. Sein Kopf einfach gar nicht so viel Gewicht hält hier jetzt gerade. Noch ein Atemzug hier. Und dann mit der Ausatmung Kreis der linke Arm runter Richtung Boden. Du richtest dich wieder nach vorne aus. Und dann wanderst du zurück in dein Skandasana zum linken Fuß. Bringst den linken Arm nach außen, setzt ihn auf den Boden, streckst ihn recht nach oben. Wirklich hier so einen richtig schönen Side-Stretch. Und mit der Ausatmung wander wieder zu deinem rechten Bein nach vorne. Leg dein hinteres Bein ab und richte dich einmal auf. Das ist gerade ein sehr langer Flow. Auf der anderen Seite weißt du dann mehr, was kommt. Und dann verschränk nochmal die Hände hinterm Rücken und leg sie an deinen unteren Rücken. Und jetzt können die Beine erstmal so etwa im 90-Grad-Winkel sein, beide. Und dann schiebst aber tendenziell die Hüfte so ein Stück nach vorne, dass du absenkst. Und dann schiebst du aber mit dem nächsten Atemzug mit deinem Knie aus deinem vorderen Knie wieder zurück. Dass du dich quasi so ein bisschen in so eine Rückbeuge arbeitest. Und es ist so ein Wechselspiel aus nach vorne sinken und wieder nach hinten drücken. Und die Ellbogen ziehen aufeinander zu, die Schultern weit weg von den Ohren. Lehn dich leicht zurück. Heb dein Kinn leicht an Richtung Decke. Noch ein Atemzug. Und dann richte erstmal den Kopf wieder auf. Löse die Arme auf. Bring die Hände zum Boden. Streck einmal dein vorderes Bein für die Pyramide. Lehn dich einmal kurz vor. Und dann tritt zurück in den herabschauenden Hund. Sehr gut. Mit der Einatmung fließt du vor in dein Vinyasa. Ausatmen, Knie, Brust und Kinn Richtung Boden. Leg die Stirn nochmal ab. Und dann greif nochmal die Hände hinter dein Gesäß. Die Füße sind geerdet und dann roll die Schultern zurück mit der Einatmung. Heb deinen Brustkorb an, heb dein Herz an. Die Füße bleiben geerdet. Ausatmen, sink Richtung Boden ab. Leg gerne den Stirn nochmal ab. Einatmen, komm nochmal hoch. Die Arme ziehen dich hoch und dann zieh die Faust einmal nach links, sodass du die rechte Schulter öffnest. Aus, Mitte, sink gerne ein bisschen ab. Und dann ein, wieder hoch und zieh mal die Faust nach rechts. Also öffne so richtig schön die linke Schulter. Aus, Mitte und absenken. Wunderbar. Und dann bringst du wieder die Hände neben die Schultern und drückst dich zurück. Diesmal in eine geöffnete Kindeshaltung. Also die Knie so weit geöffnet, dass du
Platz hast für den Bauchraum, den Brustkorb. Dann leg die Stirn am Boden ab. Und wenn du den Schultern auch etwas Entspannung geben möchtest, bring deine Hände gerne Richtung Füße. Spür hier nochmal nach für einen Augenblick. Vielleicht einfach nur mit dem Mantra Soham, ich bin, verweilen. Einfach nur mal sein. Wer bist du, wenn du einfach nur sein darfst, so wie du gerade bist? Wer bist du, wenn du deine Wahrheit aussprichst, deine Wahrheit lebst? Vielleicht kommen dir einfach in dem Zusammenhang gewisse Themen oder Gedanken. Dann kannst du sie einfach mal wahrnehmen. Wo, in welchen Identitäten, welchen Rollen trägst du deine eigene Wahrheit nach außen, in welchen vielleicht nicht? Gibt es vielleicht Dinge, die du loslassen möchtest? Vielleicht Art und Weisen, wie du mit dir selber sprichst, wie du mit dir selber umgehst. In der letzten Stunde haben wir darüber gesprochen, dass wir oft so unglaublich hart zu uns selber werden. Und auch im Yoga, dass wir dann so schnell Mauern aufbauen, so gegen uns kämpfen in so einem inneren Kampf. Das passiert, glaube ich, den allermeisten von uns immer wieder. Und ich finde, das hat auch ganz viel damit zu tun, mit Kommunikation, mit dem eigenen Ausdruck. Vielleicht ist das etwas, was du gehen lassen möchtest. Und dann bringst du die Arme wieder nach vorne ganz lang und wanderst die Fingerspitzen vor, sodass du von hier aus in einen Vierfußstand kommst. Setzt die Zehen unter und kommst dann in den herabschauenden Hund. Und dann zentrier deinen rechten Fuß, heb dein linkes Bein ganz lang nach oben, streck dich so richtig raus. Zieh nochmal die Schulter mehr zu den Ohren und dann beug dein Knie, sodass die linke Ferse Richtung rechtem Gesäß fällt und kreis mal so ein paar Mal dein Fußgelenk. Schau mal, dass deine Schultern gelevelt bleiben, ganz stark. Und dann kreis dein Knie wieder runter Richtung geschlossene Haltung und dann zieh deinen linken Fuß nach vorne, tritt lautlos nach vorne. Dann bring den hinteren Fuß parallel zur kurzen Mattenseite und komm hoch in den Krieger 2. Setz dich erst einmal ab. Finde dich in dieser Haltung ein und lass dir gerne Zeit dafür. Finde auch hier deinen eigenen Ausdruck. Vielleicht ist er auch jeden Tag ein bisschen anders. Mit der Einatmung ziehst du die Arme Richtung Oberkörper und nach oben und mit der Ausatmung gerne über den geöffneten Mund ausatmen. Nochmal so. Zieh das Licht, deine ganze Kraft, die Erdung nach oben Richtung Hals. Mit der Ausatmung. Strahle nach außen, dein wahren Selbst. Noch einmal so. Und dann mit der Ausatmung setzt dich nochmal ganz satt in dir ab. Sehr gut. Und dann streck dein vorderes Bein. Bring den linken Ellbogen zwischen oder die linke Hand zwischen die Schulterblätter und greif die rechte Hand zum linken Ellbogen. Zieh dich hier erstmal in die Länge und schau, dass der Kopf wirklich genug Platz hat. Und dann mit der Ausatmung beug dein vorderes Bein und zieh dich zurück. Und wirklich einfach nur den linken Ellbogen so ein Stück zurückziehen, das reicht schon. Und dann spür mal die Erdung, die du durch die Beine findest, die Kraft. Lass den Atem ganz ruhig fließen. Und dann löse hier schon wieder auf. Bring die rechte Hand zum rechten Oberschenkel. Zieh nochmal den linken Arm in den Kopf nach hinten. Reversed Warrior. Und ausatmen. Krieger 2. Streck dein vorderes Bein. Wandere den hinteren Fuß so ein Stückchen vor. Und dann bring die linke Hand in die linke Hüfte und schieb die so zurück. Als würdest du schon über so eine Stange nach vorne lehnen. Und dann zieh die Arme mal nach oben. Aktiviere deinen Bauchraum, die Seiten. Und schau mal, dass wirklich beide Flanken gleich lang sind.
Mit der Ausatmung lehnst du vor. Und dann lässt du einfach nur die linke Hand nach unten kippen, die rechte nach oben. Und ziehst dich so richtig auseinander zwischen den Schulterblättern. Und lehnst dich hier nochmal so ein Stück mehr zurück. Also stell dir mal vor, dass dein Körper wirklich in einer Linie ist, wie so ein Blatt Papier. Also nicht dreidimensional, sondern wirklich in einer Linie. Und dann lehn dich nochmal so ein Stück mehr nach hinten, vor allem mit dem Hinterkopf. Und spür diesen goldenen Energieball oder diese schöne, die schöne Blüte in deinem Hals, die erblüht. Die Süße, die Wärme in deinem Halsraum. Na, für einen Atemzug. Mit der Ausatmung kreist der rechte Arm vor und nach unten. Beugt dein vorderes Bein. Du schaust jetzt an den Anfang der Matte. Und dann wanderst du mit den Händen nach hinten zum rechten Fuß. Setz dich hier ab. Rechte Hand nach außen auf den Boden mit der Einatmung. Zieh den linken Arm diagonal nach oben. Lass dich hier nochmal so richtig nach außen schallen, nach außen strahlen. Und dann wanderst du schon wieder an den Anfang der Matte. Setz die rechte Hand ab. Einatmen, easy twist. Heb den linken Arm, lass ihn zurückkreisen und dann leg dein hinteres Bein ab und richte dich einmal auf. Dann bring deine Hände nochmal zusammen. Vielleicht versetzt du die Finger jetzt um einen Finger. Das fühlt sich so ein bisschen komisch an. Aber wir wollen ja auch hier vielleicht mal das ein oder andere Muster brechen. Und dann leg nochmal die Hände an deine Hüfte und schieb die Hüfte mit der Ausatmung vor. Aber dein vorderes Bein schiebt zurück. Also so ein bisschen Druck und Gegendruck tendenziell. Und daraus kannst du dich quasi über deine Faust nach hinten legen, darüber, dass die Ellbogen aufeinander zuziehen, die Schulterblätter aufeinander zuziehen, die Schultern ganz weit weg von den Ohren. Heb dein Kinn leicht an. Noch einen Atemzug. Und dann richte dich erstmal wieder gerade aus in der Wirbelsäule. Und dann bring die Hände zum Boden, setz die hinteren Zehen unter. Und lehn dich einmal kurz vor in die Pyramide. Lass den Kopf noch mal kurz hängen, sodass er ganz schwerelos wird und du ihn nicht halten musst auf deiner Halswirbelsäule, auf deinen Schultern. Und dann beug dein vorderes Knie, der Blick geht nach vorne und steig an den Anfang deiner Matte. Einatmen, halbe Vorbeuge, ausatmen, ganze Vorbeuge. Und dann beug die Knie mit der Einatmung, ziehst du die Arme nach oben, streckst dich lang und ausatmen, Tadasana. Sehr gut. Wir fließen direkt weiter. Wir finden Stabilität auf dem linken Fuß und kommen jetzt in den Tänzer. Und da auch, wir haben den letzte Woche schon gemacht. Du kennst den Tänzer und schau einfach mal, wo du da heute so mit hingehst. Und bringst einmal deinen rechten Fuß in die rechte Hand, level einmal die Knie und dann zieh den linken Arm nach oben. Vielleicht bleibst du heute hier, vielleicht gehst du aber so ein bisschen rein, indem du Druck und Gegendruck zwischen Hand und Fuß gibst, dich leicht nach vorne legst. Vielleicht möchtest du dann dynamisch bleiben, mit der Ausatmung wieder raus, mit der Einatmung reingehen. Vielleicht fällst du auch um, wie ich jetzt gerade. Und kommst dann aber nochmal rein und auch da mal beobachten, wie sprichst du mit dir selber, wie gehst du mit dir um, wie verleihst du dir Ausdruck. Noch ein Atemzug hier und dann löse langsam auf, komm zurück, zieh das rechte Bein nach oben und steig zurück in den Ausfallschritt. Sehr gut. Hände zum Boden. Und Achtung, wir treten jetzt zurück mit dem linken Fuß und heben es direkt an für den dreibeinigen Hund. Linker Fuß oben. Und dann beugst du dein linkes Bein wieder, lehnst dich ein bisschen Richtung Handgelenke und lässt dich dann zur rechten Seite kippen, hebst die linke Hand an und kommst dann gerne einmal auf den Po. Also das rechte Bein ist ausgestreckt, du schaust jetzt an den auf die Rückseite der Matte. Das linke Bein ist angewinkelt und die rechte Hand ist hinter dir aufgesetzt, rechten Arm Rücken. Und für Wild Thing kreist du jetzt den linken Arm so diagonal nach oben, wie wir das zu Beginn gemacht haben
und hebst dein Herz und die Hüften an. Ein Atemzug hier, ganz kraftvoll und strahlend nach außen, ganz tänzerig. Und ausatmen, senk ab. Und dann gib mal so einen kleinen Push mit der hinteren Hand nach vorne, sodass dein angewinkeltes Knie nach vorne kommt und ein gestrecktes Knie sich anwinkelt. Genau, du auch nochmal hier richtig schön viel Dehnung in den Hamstrings, in der Oberschenkel findest. Ausatmen, wieder zurück. Gerne mal diagonal mit der linken Hand Richtung rechtem Fuß ziehen. Und dann kommst du über die Seite wieder in den herabschauenden Hund. Sehr gut. Gerne nochmal ein Vinyasa, wenn du magst. Oder du gehst in die Kindeshaltung, machst hier kurz Pause. Wenn du durch ein Vinyasa fließt, dann finde deinen Weg. Von der Plank im Chaturanga oder Kniebrustkinn absenken. In die kleine Kobra oder vielleicht so ein richtig schöner heraufschauender Hund. Öffne nochmal deinen Halsraum. Finde wirklich deinen Weg hier, deinen eigenen Ausdruck. Dass du sogar im Yoga auch deine eigene Wahrheit sprichst und zu dir stehst. Und dann geht der Blick zum Anfang der Matte und wanderst vor. Kannst auch mal nach vorne hüpfen, wie auch immer es dir gefällt. Der Einatmung halbe Vorbeuge. Ausatmen, lass nochmal den Kopf schwer hängen. Oberkörper wie ein Wasserfall nach unten fließen. Und dann beug die Knie, lass dich wirklich richtig schön hängen. Und dann beug die Knie noch ein bisschen mehr und dann roll Wirbel für Wirbel, ganz langsam, in eine stehende Haltung. Ganz zum Schluss hebst du die Hände und mit der Ausatmung führst du sie vor dein Herz runter. Gerne hier noch einmal durchatmen. Und dann finde Stabilität auf dem rechten Fuß für die andere Seite. Und der Tänzer nun auf dieser Seite. Also level mal deine Knie, indem du das linke Bein anwinkelst. Streck den rechten Arm nach oben. Vielleicht reicht das für dich hier heute. Oder du gibst so ein bisschen Druck und Gegendruck und spannst dich somit auf in den Tänzer. Vielleicht möchtest du hier dynamisch sein, ein bisschen rein und raus fließen. Atme tief und gleichmäßig weiter und schenk dir ein Lächeln. Lass den Halsraum frei, ganz kontrolliert und langsam richtest du dich wieder auf. Bei mir ist die Balance heute auch ein bisschen wackelig. Das ist okay, weil jeder Tag kann dann total unterschiedlich sein. Und zieh nochmal das linke Bein nach oben und dann schieb es kraftvoll zurück in den Ausfallschritt. Sehr gut. Bring die Hände zum Boden und bring schon mal deinen linken Fuß so ein bisschen mittiger und dann heb dein rechtes Bein durch und hoch in den dreibeinigen Hund. Und dann winkel dein Bein an, bring dein Gewicht so ein bisschen mehr nach vorne Richtung Handgelenk und dann dreh Richtung rechte Seite, heb deinen rechten Arm und dann setz dich kurz erstmal ab, sodass du dich richtig ausrichten kannst. Linkes Bein ist diesmal ausgestreckt, rechtes angewinkelt. Und dann mit der Einatmung zieh den rechten Arm mit dem Kopf und lehn dich zurück. Und wenn die Rückbeuge zu viel ist, kannst du das auch so ein bisschen mehr wie eine Seitbeuge sehen. Oder du lehnst dich so richtig schön aus deinem Herzraum zurück. Einatmen hier, schenk dir ein Lächeln, atme weiter und ausatmen, senk kontrolliert ab, setz dich wieder hin. Und dann schieb dich aus der Hand nach vorne, sodass du dein rechtes Knie zum Boden bringst und dein linkes anwinkelst. Und dann kannst du nochmal den rechten Arm nach hinten ziehen. Lehn dich zurück. Und aus, wieder zurück in die sitzende Haltung. Die rechte Hand zieht Richtung linken Fuß. Und dann kannst du dich wieder nach vorne drehen. Noch einmal den allerletzten herabschauenden Hund und dann bringen die Knie zum Boden, sodass wir im Vierfußstand landen. Und hier sind die Knie wirklich richtig schön unter den Hüften ausgerichtet. Und dann wanderst du die Hände vor
die rechte Hand in die rechte Ecke, die linke Hand in die linke Ecke. Und du kannst sie gerne auf Fingerspitzen lassen oder flach absetzen. Und dann lass deinen Brustkorb Richtung Boden ziehen. Und vielleicht legst du die Stirn am Boden ab, vielleicht auch die Unterarme. Du kannst dir immer eine gefaltete Decke oder ein Kissen unterlegen, falls der Boden zu weit weg ist. Das ist nämlich eine schöne Rückbeuge. Und hier kannst du jetzt entweder die Stirn am Boden lassen, falls das schon genug ist. Wenn du magst, kannst du jetzt aber auch das Kinn zum Boden bringen, sodass jetzt die Halswirbelsäule ziemlich komprimiert ist dafür, aber der Halsraum sehr gestreckt ist. Falls du das tust, dann beweg deinen Kopf bitte nicht mehr nach links und rechts. Wenn wir den Hals so komprimieren, dann ist es gut, wirklich gerade ausgerichtet zu bleiben. Tiefer Atemzug hier. Und dann von hier aus rollst du Wirbel für Wirbel vor, senkst die Hüfte ab, landest in der Sphinx. Und ziehst hier auch nochmal die Schultern zurück. Die Füße sind geerdet, die Hüfte ist geerdet. Und die Unterarme ziehen tendenziell nach hinten die Hüfte vor. Und dadurch hebt sich dein Herz. Und heb auch gerne wirklich den Blick so ein bisschen an, dass der Hals Weite findet nochmal. Soham, ich bin. Für Reinigung und Klarheit. Und mit der Ausatmung sink die Stirn zum Boden und drück dich nochmal zurück über die Kindeshaltung und roll dann Wirbel für Wirbel in den Fersensitz. Sehr gut. Und wir wollen jetzt noch in eine andere Peak Pose gehen. Wir waren jetzt eben schon im Tänzer und wir wollen heute auch das Kamel machen. Und da könnt ihr einfach mal schauen, wie intensiv ihr da reingehen wollt. Das ist eine tiefe Rückbeuge. Also wenn ihr mit dem unteren Rücken tendenziell Probleme habt, könnt ihr es ja mal ausprobieren und mal schauen, wie ihr euch damit fühlt. Und bei Rückbeugen hat man ganz schnell das Gefühl, nicht so tief atmen zu können. Und dann kann schnell so ein Gefühl von Angst oder sogar Panik aufsteigen. Schau mal, dass du wirklich ruhig bleibst und tief weiter atmest. Das ist wirklich eine schöne Übung, wirklich ja, dich zu regulieren, das auch zu lernen. Dann komm noch mal auf die Zehen. Wir holen uns ein Stück, das alles jetzt noch mal so ein bisschen näher den Boden. Also wir bleiben hier wirklich bei unseren Fersen. Und dann kommst du einmal ein Stück noch ein Stück höher. Also wie gesagt, wenn du gleich merkst, es ist zu viel, dann kannst du auch gerne noch mal hier in dieses dynamische Kamel gehen, was wir eben gemacht haben. Das kannst du gerne machen. Und sonst bleibst du jetzt erstmal gerade ausgerichtet und dein Steißbein rotiert wieder runter, dein Schambein zieht vor und dann bring die Hände mal in deinen unteren Rücken. Gerne die Fingerspitzen zeigen nach oben und dann zieh nochmal tendenziell die Ellbogen zusammen. Und dann merkt ihr schon, das reicht vielleicht für dich schon, das ist schon eine Rückbeuge, weil du hier dich schon aus der Brustwirbelsäule nach hinten legst. Und wenn du ein bisschen mehr möchtest, kannst du jetzt wirklich gerade wie ein Brett bleiben und dich aus der Kraft deines Rückens und des Bauches so ein Stück nach hinten legen, so ein Brett. Und dann kannst du von hier aus, wenn du magst, eine Hand auflösen, vielleicht auch die andere zu den Fersen bringen und dich da nochmal so ein bisschen mehr aufdehnst. Sehr schön. Und dann heb richtig dein Herz an, zieh die Schultern zurück, der Blick geht zur Decke und atme tief und ruhig weiter. Schenk dir ein Lächeln, noch ein tiefer Atemzug. Lass den Energieball in deinem Hals scheinen. Und dann, wenn du raus möchtest, bring erstmal wieder die Hände zum unteren Rücken, richte dich gerade auf, dann senk die Füße zum Boden und dann setz dich gerne in deinen Fersensitz ab. Wir bleiben jetzt hier für so ein paar Atemzüge, also kannst auch gerne immer eine Decke zwischen Füße und Gesäß legen. Das bringt so ein bisschen den Druck aus den Knien raus und ist etwas angenehmer, falls du das magst. Und dann spür gerne einfach mal nach, indem du die Hände nach oben ausgerichtet hältst, die Handflächen geöffnet, einfach auf den Oberschenkeln ablegen.
lange Wirbelsäule. Stell dir vor, dass deine Beine, die Sitzbeinhöcker richtig erden in den Boden. Doch wenn unser Halschakra wirklich jetzt verbunden ist zu allem Himmlischen, zu dem über uns, zu diesem spirituellen Raum, möchten wir trotzdem wirklich verwurzelt bleiben in unserem Körper. Und dann stell dir vor, dass gleichzeitig an der Kopfrückseite ein unsichtbarer Faden dich nach oben zieht, sodass du länger wirst und dein Kinn aber so ein bisschen mehr Richtung Brustkorb zeigt und sich der Nacken weiten kann, Länge findet. Und wenn du magst, machst du dann gerne die Bewegung nochmal, die wir vorhin gemacht haben, verbunden mit der Ujjayi-Atmung, indem du wirklich deinen Kehlraum rauschen lässt. Hebst nochmal mit der Einatmung die Hände nach oben. Das ist wie so eine bewegte Meditation. Mit der Ausatmung strahl alles nach außen. Lass die Hände zurückzirkeln und nach unten zu deinem Schoß. Mit der Einatmung wieder hochziehen, mit der Ausatmung so ganz zart. Vielleicht bist du jetzt noch mal so ein bisschen zärter oder ganz kraftvoll. So wie es sich für dich heute richtig anfühlt. Lässt du noch mal diesen Energieball, dieses Leuchten, vielleicht auch diese schöne Blüte nach außen strahlen und um dich herum. Als Zeichen deines Ausdruckes, als Zeichen, dass du dein wahres Ich lebst. Das Zeichen, dass du deine Wahrheit sprichst zu dir selber und nach außen. Das Zeichen der Reinigung und der Klarheit. Ganz klar kannst du jetzt in dir sein. Ganz klar kannst du kommunizieren. Und somit kannst du auch ganz klar in Beziehung sein mit all den Menschen, in deinem Leben und mit dir selber. Und vielleicht gewisse Rollen, gewisse Qualitäten, gewisse Art und Weisen, wie du mit dir sprichst, wie mit dir gesprochen wird, hinterfragen. Vielleicht von gewissen Dingen Abstand nehmen, andere neue Qualitäten einladen. Das ist das Schöne, wenn wir eben diese Freiheit haben. Indem wir das einmal beobachten, ja, und vielleicht einmal beobachten, okay, wir haben all diese Identitäten und Rollen, aber das heißt nicht, dass ich das bin. Ich habe diese Rolle angenommen, diese Identität, und ich kann sie aber auch wieder loslassen und eine andere Identität einladen. Das bin nicht ich, das ist nicht das, was dich ausmacht. Und das gibt uns so viel Freiheit. So viel Freiheit, eben die Person zu sein, die wir sein wollen, jeder Lebenslage. Noch einmal so. Vielleicht wird das jetzt auch eine ganz sanfte Bewegung, wie durch Wasser fließen. Ganz flüssig. Und dann löse einmal auf. Lass gern jetzt die Augen geschlossen, wenn du dir vielleicht die Strümpfe jetzt anziehst, dann Pullover anziehst, das mache ich jetzt auch, vielleicht eine Decke nimmst, wenn wir jetzt Richtung Boden sinken, dass du wirklich ganz warm sein kannst. Mach das jetzt aber gerne ganz entspannt, die Einladung, dass du jetzt zu dir kommst, wieder mehr in die Ruhe. Und wir haben heute viel Kraft eingeladen, sind viel wirklich nach außen, haben uns ganz viel nach außen gegeben. Und jetzt ist wirklich die Einladung da, zu dir nach innen zu kehren und vor allem in die Entspannung und die Ruhe zu gehen. Es ist heute Abend zu spät. Und dann roll dich einmal auf deinen Rücken ab, in eine liegende Haltung. Und du kannst jetzt entweder Bharita Karani machen, indem du einfach nur ein Kissen oder einen Block unter deinem Gesäß, unter den unteren Rücken liegst und die Beine anhebst und somit wieder ganz viel Balance und Ausgleich in uns finden und vor allem die Energie Richtung Herzraum bringen.
Das ist wirklich sehr herunterfahrend, sehr beruhigend. Falls du mit dem Schulterstand vertraut bist, kannst du den gerne machen. Ich leite den jetzt auch einmal an. Wie gesagt, du kannst eher in der ersten Version bleiben oder in den Schulterstand kommen. Was ich vorab schon mal sage, wenn du in den Schulterstand kommst, bitte dreh deinen Nacken nicht nach links und rechts. Der Nacken bleibt gerade ausgerichtet und wir verlagern unser Gewicht auf den Schultern und nicht auf dem Nacken. So, wenn du in den Schulterstand kommst, kannst du die Beine hochstrecken und dich so ein bisschen nach hinten rollen und die Hände an den unteren Rücken bringen. Und von hier entweder so ein bisschen tiefer ausgerichtet bleiben oder dich, ich weiß gar nicht, ob ihr mich jetzt hört, ich verändere einmal das Mikro, so, oder euch dann noch ein Stückchen höher rollt, sodass ihr quasi auf dem Nacken liegt. Aber ihr macht jetzt ein Dreieck zwischen Schultern und dem Punkt zwischen den Schultern und der Kopfrückseite. Und zwar bleibt der Nacken jetzt gerade und es ist kein Gewicht auf dem Nacken, sondern wirklich auf den Oberarmen, auf den Ellbogen und ganz viel Körperspannung im Bauchraum. Wenn ihr mit dem Schulterstand vertraut seid, könnt ihr auch die Beine nach hinten ausrichten. Also wirklich so ein kleines Paketchen machen. Und ihr habt jetzt ganz viel Streckung im Hals, in der Halsrückseite. Und der Halsraum vorne ist jetzt ganz rund und eingekugelt. Von hier aus könnt ihr auch ganz geführt jederzeit wieder die Beine nach oben strecken. Und wenn ihr das auflösen möchtet, ganz langsam mit euren Händen Wirbel für Wirbel wieder in eine liegende Haltung abrollen. Das war jetzt auch nicht der intensivste Schulterstand für mich. Das ist wirklich auch eine intensive Haltung und manchmal tut das richtig gut und an manchen Tagen hat man das Gefühl, das ist einfach zu intensiv. Also, welche Haltung du auch immer gefunden hast, du kannst jetzt entweder noch dort bleiben für einen Moment oder du löst auf. Schaust mal, ob du noch eine ausgleichende Bewegung machen möchtest. Möchtest du noch mal einen Twist gehen, dich so ein bisschen von links nach rechts rollen oder in Happy Baby, mal ein schöner Hüftöffner. Was brauchst du vielleicht? Nochmal eine Haltung, die dir hilft, wirklich in Ruhe zu kommen, bei dir anzukommen. Und vielleicht legst du dich aber auch direkt im Shavasana ab. Ziehst dir gerne wie immer eine Decke über, sodass du nicht auskühlst und ganz schön warm und kuschelig bleibst. Und ich lasse jetzt dir für die letzten 5 Minuten wirklich Ruhe. Ich leite euch ja oft durch Meditation, aber eigentlich ist es total wertvoll, wenn man so die letzten paar Minuten wirklich ganz viel Stille hat. Vielleicht sanfte Musik im Hintergrund, aber niemandem zuhören muss. Das möchte ich jetzt heute auf jeden Fall machen. Und spürbar gerne einmal die Körperrückseite, wie du auf dem Boden liegst, die Herzrückseite, sie sinkt, tief in den Boden sinkt und weich wird. Wie die Rückseite deines Halses nach unten sinkt, die Kopfrückseite am Boden abliegt, sowie dein Gesäß und die Beine. Und dann stell dir gerne nochmal diesen goldenen Energieball vor, der Reinigung und Klarheit und Heilung bringt. Und den Halsraum wärmt und öffnet ganz sanft. Wenn du das Gefühl hast, dass da immer noch viel Spannung ist oder vielleicht gerade jetzt du die Spannung merkst, dadurch, dass wir so viel Aufmerksamkeit dorthin gebracht haben, kannst du dir vorstellen, wie dieser Energieball sanft, wie so eine Kugel Honig, hoch und runter sich bewegt und nach links und rechts und so den ganzen Halsraum mit so einer goldenen Spur hinterlässt und vielleicht sogar dann runter ins Herz rollt und dein Herzraum und den Halsraum verbindet, sodass du deine eigene Wahrheit sprechen kannst, ganz aus deinem Herzen, dich aus deinem Herzen ausdrücken kannst, als die Person, die du wirklich bist. Shavasana.
immer gerne im Shavasana bleiben. Noch so lange wie möglich, wie du magst, ausdehnen. Du kannst dich auch langsam wieder aufwecken. Ganz sanft und zart, indem du etwas vertieft in deinen Körper atmest. Prana, Lebensenergie wieder einlädst. Und sanft deine Fingerspitzen, deine Zehen bewegst. Handgelenke und Fußgelenke kreist. Die Bewegung machst, die dir gut tut. Dich streckst und regelst. Jetzt würdest du aus einem tiefen, erholsamen Schlaf aufwachen. Dich für einen Moment auf deine Lieblingsseite rollen. Die Embryonalstellung. Als wärst du jetzt wie neugeboren. Ein ganz neuer, frischer Mensch. Dann setz dich gerne, wenn du magst, in eine aufrecht sitzende Haltung mit geschlossenen Augen. Kreis mit der Einatmung nochmal die Hände über die Seite nach oben. Bring die Hände zusammen vor dein Herz. Verneig die Stirn vor deinen Fingerspitzen. Und wenn du magst, kannst du mit mir jetzt noch zweimal ein Om singen. Das machen wir so selten. Es ist total schön, um auch nochmal unseren Halsraum zu weiten, ein bisschen Vibration in unsere Stimmbänder einzuladen. Und dafür atmen wir mal tief ein und tief aus. Nochmal tief ein und dann stimmen wir ein. Schick dir noch einmal ein ganz warmes, herzliches Lächeln in dein Herz. Lass dieses Licht aufsteigen. Danke dir dafür, dass du hier heute teilgenommen hast. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Namaste.